Dutta Racing. Wie man gesehen hat, kann er den Allrad ausschalten, so dass man nur mit der Hinterachse den Burnout macht. Jetzt noch einmal mit der Vorderachse. Wenn die Technik hält und der Fahrer Jürgen Dutta alles richtig macht, könnte es jetzt eine schnelle Zeit wunderbar werden. Und Fotografen, bitte auch schön in der Position bleiben wie jetzt, immer schön unten bleiben, aus der Sniper-Position, damit da hier die Zuschauer das alles sehen können. Streckenrekordhalter, linke Bahn, Rosa Kapsau, Dutta Racing, viel Spaß. Ja, kann ich nur mich diesen Worten anschließen. Viel Spaß. Hallo? Also ihr seht schon, Freunde, das ist alles schon profimäßig. Wird alles nochmal gecheckt. Da ist richtig mit dem Kiemen was dabei. Da werden die Räder nochmal nachgezogen. Aber vergessen wir auch nicht vom Motorsport, von der Motorsportgemeinschaft Hutturm an Stefan Porschinger mit seinem T5 Turbo. Also das ist ein Teilnehmer, der ist ja offiziell gemeldet, der fährt jetzt nicht als Servicewagen mit für den Audi. So. Und oh, weg. 5-9. Jawohl, 8-8-9-0. Yes. 8-8-9-0. Sehr schön, sehr schnell. Sehr schnell.
10,009. Jetzt gar keinen Zweifel. Geil. Wie hast du das getroffen? Okay. Innen ist sie auch weiß, wahrscheinlich. Aber nicht so hier. Ja, ich muss den Greifen runterlaufen. So. Ja, ein bisschen viel Qual im Auto, aber... Kippe aus, anschnallen, Schnauze halten. So, ich hoffe, die Kameras und Handys sind bereit. Alle, Jürgen Dutter hat extra einen Weißbierbeauftragten dabei. Hallo, welche sofort? Oh, in der Zeit. Wenn alles gut läuft, wenn alles klappt. Die Strecke ist schnell. Ich halte jetzt die Klappe und wir genießen alle. Genau. Zuschauen, entspannen, nachdenken. Geil! Oh, 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 oh! 8,821. So, die Reifen sind warm.
Dutta Racing, los geht's! Wie ein Känguru, aber er bleibt auf dem Gas und 8970 mit genau 300 Stundenkilometer. 8970.